So, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einer weiteren Wanderung auf der Extratour der Ehrenberger in Wüstensachsen. Ich sage nur ein paar Informationen. Es ist ein Rundweg, 12 Kilometer lang. Und am Anfang geht es halt immer schön berghoch, schön Höhenmeter, bis zu einem gewissen Punkt, den Schafstein. Und dann wird es eigentlich ein bisschen einfacher. Ich habe sehr viel gefilmt, ich habe auch jetzt zur Information noch zwei Infotafeln gefunden, wo man an so ein Rad drehen muss und dann kann man von einem Zeitzeugen die Geschichte hören, oder ungefähr. Ich werde mal suchen, ob ich das im Internet noch eine Seite finde und dann würde ich das in der Beschreibung reinstellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe so gut wie nichts geredet. Genießt einfach die Strecke. Es ist sehr viel Wald. Und für den Herbst sehr viel Laub. Ich denke mal, wunderschön. Kann ich jedem nur empfehlen, mal selber nachzulaufen. Bis bald. Thank you.
Wenn ihr euch fragt, ich bin hier auf dem Schafstein, den höchsten Berg in Wüstensachsen. Und die Ortschaft, die ihr zum Teil sehen tut, das war Reulbach, das ist eigentlich ein paar Kilometer entfernt. Hier ist dann Wüstensachsen noch. Auf jeden Fall schöne Aussicht. Schwieriger Weg, also schöne Höhenmeter. Wir sind hier, glaube ich, 800 Meter über den Meeresspiegel. Und da sind so Blockalomaten, die sich hier wohl gefestigt haben. Aber man hat hier eine richtig schöne Aussicht. Das ist und auch sehr viele Informationen. Man kann hier noch eine Nachricht hinterlassen, an dem, wo man auch stempeln kann und alles. Wunderbar. Ich zeige euch jetzt nochmal die nächste Aussicht, die ist dann Wüstensachsen.
Einige Schreiner aus Wüstensachsen, die in Rollbach arbeiteten, liefen früher über eine Stunde lang über den Rollbacher Pfad zur Arbeit, nahezu jeden Tag. Sie brachen frühmorgens auf, arbeiteten und machten sich anschließend wieder zu Fuß auf den langen Heimweg. Manche von ihnen blieben den Winter über jedoch in Rollbach. Zu beschwerlich und gefährlich war der Weg bei Schnee und Eis. Wie diese Erzählung von Robert Krenzer verdeutlicht. Das war ein schwieriger Weg. Der ging von eben bis zum Berg rauf, immer steil weiter. Und das war immerhin vom Dorf bis nach Rollbacher Kreuz, da hast du schon eine Stunde gelaufen. Und der Ludwig, mein Bruder, der ist immer verunglückt. Der ist im Winter bei Schnee und Eis ist er über den Berg gelaufen. Da hatten die Rollbacher eine Grube und es war Nacht. Die ist auf Ski gefahren und ist in so eine Grube reingefahren. Und da lag er und da hatte das Glück, dass das noch Lederbindungen waren. Messer raus hat, dann hat die Bindung durchgeschnitten. Und dann hat er sich umgelegt. So, wo muss ich hin? Hier noch.
Von hier aus haben Sie einen guten Blick auf die Gemeinderoute von Büstensachsen, die Steinkopfroute. Dort weideten die Rinder früher den ganzen Sommer lang. Erst im Herbst kamen sie wieder in den heimischen Stall zurück. Karl Stumpf war über 20 Jahre lang für die Betreuung des Jungviehs auf der Route verantwortlich. 1963 hat man sich Gedanken gemacht, wie die leerstehende Schafrute genutzt werden konnte. Nach mehreren Versammlungen hatte man beschlossen, eine Jungviehweide aufzubauen. Der Aufbau hat gut geklappt. Im Frühjahr wurde von den Wüstensachsen der Landwirten die Rinder hochgeführt und im Herbst ging es genauso zurück in die Stelle.